wie gehe ich nun damit um? Ich habe gesagt, die Kindklassen, die Instanzen der Kindklassen dürfen die Instanzen der Mutterklasse vertreten, dass das der erste wesentliche Schritt zur Polymorphie ist. Für den Lückentext Nummer 9 führe ich das jetzt mal tatsächlich vor, was dieses Vertreten heißt. Sie können sagen, auch ich brauche mal ein neues Meeting, das heißt von mir aus M, aber ich baue da jetzt kein neues Meeting, das könnte ich ja, ich könnte da jetzt ein neues Meeting bauen, warum baue ich nicht einfach ein neues Business Meeting? Eine Instanz der Kindklasse, die jetzt eben eine Instanz der Mutterklasse vertritt. Was schreibe ich da jetzt blöderweise rein? Wahrscheinlich Date Time Now. Auf die Schnelle irgendeine Uhrzeit zu haben. Upsala, irgendeine Timespan. Timespan from was auch immer, so und so viele Stunden. Okay. Irgendein Titel. Was wollen wir noch? Wir wollten ein Budget haben, 21,0. Dezimal. Wir wollten ein Topic haben, DEF, nicht sehr einfallsreich. So, damit habe ich ein Business Meeting gebaut. Der Konstruktor von Business Meeting wird aufgerufen, aber das Business Meeting verwende ich jetzt, um hier das Meeting zu vertreten. Da steht M ist die Hausnummer, kann sich erinnern, M ist die Hausnummer eines Meetings. Und ich weiß insgeheim, dieses Meeting ist eigentlich gar kein Meeting, sondern stillschweigend ein Business Meeting. Aber das stört mich ja gar nicht, weil das Business Meeting öffentlich all das kann, was das Meeting kann. Deshalb kann das dieses Meeting da vertreten. Und ich kann jetzt hier zum Beispiel fragen, int p ist gleich m.priority, nach der Priorität fragen. Und diese Priorität wird hoffentlich jetzt nicht 0 sein. Für das nackte Meeting wäre die Priorität 0, aber dieses Meeting ist ja ein verkapptes Business Meeting. Wenn Sie das hier nicht sehen würden, würden Sie meinen, da müsste jetzt ja 0 rauskommen, weil das Meeting die Priorität 0 hat. Aber eigentlich ist das Meeting ein Business Meeting, deshalb wird ja jetzt hoffentlich die Priorität 10 rauskommen. Toi, toi, toi. Da sind wir und die Priorität ist 10. Also ich rufe hier die Eigenschaft Priority von einem Meeting augenscheinlich auf, aber insgeheim wissen wir, das Meeting ist ein Business Meeting und deshalb kommt da als Priorität 10 raus. Es wird also immer bei den virtuellen und bei den überschriebenen Methoden wird immer die richtige Methode aufgerufen, genauso bei den virtuellen und danach überschriebenen Properties wird die richtige aufgerufen, die für das jeweilige Ding. So, stopp. Wenn er mich stoppen lässt. Das funktioniert soweit. Also da kommt tatsächlich 10 raus. Er gibt 10, schreibe ich da mal hin. Bauen wir weiter. Ich kann auch eine Liste anlegen von Meetings. In der Liste von Meetings müssen nicht unbedingt nur Meetings stehen. Es dürfen auch Business Meetings stehen oder Dinners stehen, Ableitungen davon. List Meetings, natürlich erstmal bauen diese Liste. So, weil die Instanzen der Kindklasse, Instanzen der Mutterklasse vertreten können, darf ich jetzt sagen, add, ich baue hier nochmal so ein neues Business Meeting. Ups, wo war ich? Da. Mit noch eine Klammer, ne? So. Baue ein neues Business Meeting. Ne? Baue ein neues Business Meeting. Nur Business Meeting, bla bla bla. Und füge das zu dieser Liste an Meetings hinzu. Das ist also streng genommen kein echtes Meeting, sondern was Verfeinertes. Aber das stört mich nicht. Wieder eine Instanz der Kindklasse, die die Mutterklasse vertritt. Also in dieser Liste Meetings müssen nicht nur Meetings drin sein. Es darf alles an Kindern und Enkeln und Urenkeln und was auch immer drin sein in so einer Liste dann. Weil die ja auch alle das können, was die Eltern schon gekonnt haben. Genauso kann in dieser Liste ein neues Dinner rein. Die darf ich also lustig mischen. Ich sage, okay, da kommt ein neues Dinner, ein neues Abendessen. So, das hat netterweise einen Standardkonstruktor ohne Parameter. Alle lustig gemischt. Hauptsache, es sind Meetings. Alles, was in der Liste drin steht, müssen Meetings sein. Oder, in Klammern, Ableitungen davon. Das frisst die Liste. Und dann kann ich natürlich hier genauso mir angucken, was ist denn P, M, nenne ich M, Meetings,
Gib mir Meeting 1 in der Liste, also nicht Meeting 0, sondern Meeting 1 in der Liste. Gib mir Meeting 1 in der Liste, das ist also dieses Dinner. Gib mir dessen Priority. Wie groß wird diese Priority jetzt sein? Das wird 0 sein, weil das ein Dinner ist. Und das Dinner hat keine Überschreibung für Priority. Wenn man in Dinner guckt, wo ist das Dinner? Dinner. Hier ist das Dinner. Dinner überschreibt die Priority nicht. Das heißt, beim Dinner wird die Priority funktionieren wie in der Mutterklasse und in der Mutterklasse gibt sie 0. Deshalb wird da 0 rauskommen und wenn ich nach der Priority von 0 frage, wird es natürlich wieder 10 sein, weil in Meetings 0 steht ein Business Meeting. Aber bevor ich Unsinn erzähle, probieren wir es lieber einmal aus. Also den hier ausführen, nächster Schritt, den hier ausführen. In P steht 10 drin, weil Meetings von 0, auch wenn das eine Meetingliste ist, eigentlich gar kein Meeting ist, sondern ein Business Meeting und deshalb gibt hier die Priority 10. Und wenn ich zum nächsten gehe, Meeting 1 ist ein Dinner und das hat die Priority 0. Als dummes Beispiel, sowas, wie sowas dann in Aktion aussehen kann. Also Sie können sich dann nachher nicht mehr darauf verlassen, wenn eine Klasse irgendwo als Meeting auftaucht, dass das im Kern auch wirklich ein Meeting ist. Es kann auch ein Kind davon sein, eine Instanz der Kindklasse davon sein. Das kann überraschende Effekte haben, aber typischerweise hat es sehr hilfreiche Effekte. Was es einem zum Beispiel erspart, ist ein Switch Case. Wenn Sie früher sowas hatten, oh, ich habe eine Liste an Meetings und ich muss jetzt das Wichtigste rausfinden, denn Sie erstmal rausfinden müssen, was ist der Typ vom jeweiligen Meeting und dann haben Sie für den jeweiligen Typ an Meeting haben Sie eine bestimmte Priority und entscheiden sich dann. Das wird dann typischerweise irgendwas mit einem Switch Case. Ich gehe die Liste durch und habe für jeden Eintrag irgendein Switch Case, mit dem ich alle Typen dann durchdekliniere. Das ist hier nicht mehr nötig. Ich frage einfach jedes Ding direkt. Gib mir, was du meinst, was richtig ist, tu, was du meinst, was richtig ist. Wenn Sie in objektorientierter Programmierung irgendwo ein Switch Case haben, ist typischerweise was faul an der Konstruktion. Die meisten Switch Cases kann man durch solche Konstruktionen beseitigen, indem man nur richtig ableitet. Wir sehen das sowieso in Aktion hier bei dem Main Window. Was das Ableiten so alles, ach natürlich nicht da, sondern hier, was das Ableiten so alles Nettes tut. Hier steht ja, mein Main Window erbt von der vorgefertigten Klasse Window. So funktioniert das Ganze. Deshalb ist da alles Mögliche schon eingebaut. Sie können sich ja angucken, was denn schon eingebaut ist. This und Punkt. Alle diese Methoden und Properties und was auch immer, da stehen noch andere Sachen, Events. Alle diese Sachen, ich sollte vielleicht nicht sagen, alle diese Sachen, fast alle diese Sachen sind von der Mutterklasse geerbt. Ein paar andere können noch, ein paar einzelne können noch woanders stehen, falls Sie sich jemals gewundert haben, dass hier Partial steht. Ein Teil dieser Klasse steht in einer anderen Datei, deshalb steht hier Partial. Nur eine Fußnote, ignorieren Sie das ansonsten. Diese Mutterklasse stellt praktisch alle diese Methoden und Properties und andere Sachen bereit. Die erbe ich. So funktioniert das überhaupt. Deshalb muss ich das nicht alles schreiben. Deshalb funktioniert das mehr oder minder automatisch. Ich sage nur, was mein Main Window besonders macht. Insbesondere braucht es einen Konstruktor. Der wird ja nicht geerbt, der Konstruktor. Es kriegt so ein paar Funktionen zur Ereignisbehandlung. Und das war es hier dann sogar schon in dem Fall. Und ein paar Sachen, die vor Ihren Augen versteckt sind, weil sie in einer anderen Datei stehen. Die ich jetzt auch lieber gar nicht zeigen will, weil sie hier fürchterlich aussehen. Also da sehen Sie diese Polymorphie in Aktion. Mein Window, was ich hier baue, ist ein Spezialfall, eine Erweiterung von Window, was mir Microsoft vorprogrammiert hat. Es gibt eine Klasse, von der man automatisch erbt, ohne dass es dabei steht. Das hat, glaube ich, im Praktikum schon zu einigen Verwirrungen geführt. Was eigentlich immer dabei steht, ist Folgendes. Ich erbe von der Klasse Object. Das ist so die Minimalausstattung. In C-Sharp, in Java ist das genauso, in C++ nicht.
In Java und C-Sharp gibt es so ein Objekt mit Minimalausstattung, von dem ich grundsätzlich erbe. Das kann ich nicht ändern, ich erbe immer davon. Punkt. Das steht dann auch nicht dabei. Man könnte es dazu schreiben, das wäre ein bisschen affig, es steht einfach nicht dabei, weil sowieso immer davon geerbt wird. Und diese Klasse Object, was auch lustig ist, dass eine Klasse Objekt heißt, kann ich auch nichts für, hat sich so eingebürgert. Diese Object-Klasse hat so ein paar Standard-Sachen, die ich überschreiben kann. Sie können ja einfach dreist hier Meeting scheint für nichts zu erben, aber wenn Sie jetzt Override tippen, bietet ja trotzdem ein bisschen was an. Das kommt nicht aus dem Irgendwo. Sie sehen Object equals und doch ja, Object get Hashcode und vor allen Dingen Object to String. Das ist der spannendste von den dreien, die ich hier per se erbe. Also ich erbe von einer Klasse, die heißt Object, die Mutterklasse für alles. Und insbesondere erbe ich damit hier diese Methode toString. Die wollte ich nochmal ausdrücklich vorführen. Also Sie können in jeder Klasse, die Sie schreiben, können Sie toString überschreiben, weil jede Klasse, auch ohne dass Sie sagen, von Object erbt. Deshalb haben Sie überall diese virtuelle Methode drin, können Sie überschreiben und sollten Sie auch überschreiben. Ganz sinnvoll wäre hier zurückzugeben, was man denn so an wichtigen Daten hat. Sagen wir mal, was haben wir hier? Das wäre Meeting, Meeting plus und dann gebe ich hier einfach die wesentlichen Angaben plus when. Na, ah ne, Title sollte ich vielleicht zuerst. Meeting plus Title plus und ein Leerzeichen und wann und ein Leerzeichen und wie lange. Übrigens ganz stillschweigend, was da schon passiert. Hier steht plus when. Das ist eigentlich schon komisch, dass das geht. Das ist eine Zeichenkette, das ist eine Zeichenkette, das ist eine Zeichenkette plus für Zeichenketten. In Java genauso soll heißen, Zeichenketten aneinander hängen. Und jetzt wird plötzlich ein when addiert. Aber when ist keine Zeichenkette. When ist eine Datetime, ein Zeitpunkt mit Datum und Uhrzeit. Was hier im Hintergrund passiert, ist, dass automatisch für das when-toString aufgerufen wird. Wenn das geschrieben wird, passiert automatisch das hier. Ja, machen wir das hier. Das ist, was automatisch passiert, wenn Sie das schreiben. Diese toString-Funktion kommt an allen und Ecken und Enden automatisch vor in dem Framework. Wo immer irgendwas zu einer Zeichenkette werden soll, ruft das Framework toString auf. Hier passiert es automatisch. Ich schreibe analog hier auch nochmal in die Dinner-Klasse. So, und bei dem Business Meeting auch noch in die Klasse rein. Natürlich nicht Dinner, sondern Business Meeting. Business Meeting. Sobald irgendeine Instanz von diesen Klassen sich jetzt in eine Zeichenkette verwandeln soll, wird diese überschriebene virtuelle Methode aufgerufen. Wir könnten, das wäre jetzt ein super blödes Beispiel, aber mache ich das gerade mal. Ich kann zum Beispiel den Inhalt von meinem Knopf, der hieß, ne? Warte, wenn ich es treffe, der hieß Button 1, davon nehme ich mal den Inhalt, Content, und den setze ich jetzt mal auf, wo habe ich ein reines Meeting, habe ich hier gar nicht. Egal, nehme ich den. Nicht den, sondern Meetings von 0. Den setze ich mal auf Meetings von 0. Meetings von 0 ist ja eigentlich ein Meeting. Ich brauche aber eine Zeichenkette und der wird jetzt hoffentlich einfach dafür toString aufrufen, um die Zeichenkette zu generieren. Das heißt, sobald ich den Knopf klicke, passiert das hier oben und dann wird er zum Abschluss hier noch aus dem Meeting Meetings 0, das heißt diesem Business Meeting hier, die toString-Funktion aufrufen, um den Inhalt vom Knopf zu setzen. Ob das mal klappt? Das heißt, auf dem Knopf müsste dann stehen Business Meeting, denn das habe ich eben als toString-Funktion gehabt. Und Achtung, Business Meeting. Das ist natürlich die völlig unsinnige Anwendung dafür, aber Sie sehen, wie das dann in Aktion aussieht. Sobald irgendwas in dem Framework eine Zeichenkette haben will, ruft es im Zweifelsfall Ihre eigene toString-Funktion auf. Kommentiere ich mal wieder aus. Und was total hilfreich ist, ist, dass der
Debugger auch ihre ToString-Funktion aufruft. Ich gehe hier nochmal rein, dann gucken wir uns die Werte im Debugger an. Ja. Da sehen Sie hier die Variable a, halt a, wo ist a? Ach so, die gab es vorher schon. Bei der Variablen a steht jetzt Business Meeting, bei der Variablen b, na gut, das ist 1. M, das Meeting M ist ein Business Meeting offensichtlich. Da sehen Sie Meeting M, wird als Business Meeting da wiedergegeben. Ich könnte nochmal in Meetings reingehen hier. Na, machen wir die mal auf, in Meetings rein. Dann sehen Sie hier, A0 ist ein Business Meeting und 1 ist ein Dinner. Der ruft mir hier schön fleißig immer die ToString-Funktion auf, für alles, was drinnen steht. So kommen die Zeichenketten hier zustande. Wenn Sie die ToString-Funktion nicht selbst überschreiben, kommt automatisch einfach der Name der Klasse. Dann stünde hier sowieso Punkt Business Meeting und hier stünde sowieso Punkt Dinner. Aber das Lustige ist, wenn ich jetzt eben die ToString-Funktion selbst überschreibe, kann ich auch sowas veranstalten. Ich nehme mal noch irgendeine Variable Meeting, baue ein neues Meeting, KLNOPQ, ein neues Meeting und schreibe wirklich mal was rein. Ich kopiere das mal ganz dreist hier von dem Business Meeting. Dass hier wirklich was tut. Gehe mal hier hin und gucke, was mir der Debugger dann anzeigt. Die ToString-Funktion für das Meeting als solches hatte ich ein bisschen raffinierter gebaut. Sie sehen, hier steht Q noch auf 0. Das ist noch nicht ausgeführt worden. Ich stehe vor der Zeile. Deshalb ist Q noch 0, der Verweis ist noch 0. Erst jetzt im nächsten Schritt wird das Nu ausgeführt werden. Und hier kann ich direkt ablesen, was drinnen steht, mit der ToString-Funktion. Auch an dieser Stelle wird die ToString-Funktion aufgerufen. Meeting, bla, bei der Titel, die Uhrzeit und die Länge hintereinander, so wie ich das in der ToString-Funktion angegeben habe. Also schon aus dem Grund sollte man in eigenen Klassen die ToString-Funktion überschreiben, dass man hier in der Liste oder wenn man mit der Maus drüber geht, sofort sehen kann, was drinnen steht. Sie können hier im Prinzip auch das aufklappen und sehen dann nochmal im Detail, was drinnen steht, aber spätestens hier, wenn Sie so eine Liste haben von Hunderten von Sachen, wollen Sie das nicht mehr aufklappen. Da soll sofort stehen, was da drin ist. Und das ist total hilfreich, dann die ToString-Funktion überschrieben zu haben. Das ist dann genauso eine virtuelle Funktion wie alle anderen auch, die man beliebig überschreiben kann. Das einzig Komische ist, dass diese virtuelle Funktion in einer Klasse steht, die bisher gar nicht vorgekommen war, weil die so natürlich ist, dieser Form, weil die so natürlich ist, dass man sie gar nicht mehr hinschreibt. Über Object müssen Sie erstmal nichts mehr wissen, denke ich, als ToString, dass Sie das überschreiben können. Achso, das wäre Lückentext 10 gewesen. Warten wir hier den. Na, wo ist die ToString-Funktion?